Angekommen und wir haben sehr gute Gespräche geführt, also rundum bin ich sehr zufrieden mit dem heutigen Tag. Jetzt haben wir eben drüber gesprochen, viele Leute kennen nicht Göringhaus und noch weniger eine finnische Firma. Wie ist es für eine finnische Firma zu arbeiten? Es ist anders. Ich habe vorher bei einem japanischen Unternehmen gearbeitet und bin jetzt bei einer finnischen Firma und da kann man schon sagen, es sind große Unterschiede. Eine finnische Firma ist ja, es ist sehr schön dort zu arbeiten, es macht viel Spaß. Es ist ein anderes Miteinander. Wir duzen uns alle und unser finnischer CEO spricht auch Deutsch, aber den kann ich auch mit Vornamen ansprechen. Und das ist schon mal ein großer Unterschied. Wir haben eine, ja, ich sag mal, eine gewisse Leichtigkeit auch in der Firma und es macht sehr viel Spaß. Es waren viele ausländische Firmen haben seit Jahren erkannt, nur Geld macht nicht glücklich bei der Ausbildung, aber auch bei den Mitarbeitern. Wie sieht es mit Incentives aus? Bei Ihnen, bei Taiko. Was gibt es extra? Ja, also wir haben natürlich, wir haben es ja hier vorne stehen, wir bieten Firmen-Events, Sommerfest, Weihnachtsfeiern, die wir anbieten, aber wir haben natürlich auch noch Extras. Und was mir wichtig ist, ist immer die Gesundheit, weil das ist unsere Basis und das brauchen wir auch für unsere Mitarbeiter, dass die gesund sind. Und da haben wir im Unternehmen ganz unterschiedliche Sachen. Wir haben einen oder drei betriebliche Gesundheitslotse etabliert. Wir unterstützen Präventionskurse. Wir haben
ein Kompetenztraining, Beruf und Pflege, was wir anbieten, einfach um Angebote zu schaffen für Mitarbeiter, die den Bedarf haben, weil sie eine Pflege zu Hause lösen müssen, eine Pflegeproblematik oder selbst betroffen sind, wie auch immer. Auf jeden Fall, da bieten wir eine ganze Menge an im Bereich Gesundheit. Jetzt sind Sie hier in Korb vertreten, demnächst in Frankenberg und Bad Arolsen. Das heißt, kein Kollege auf Sinkelwehr, auf viel Geld und Personal in Recruitment, also um Nachwuchs zu gewinnen. Genau, also ganz dringend, Fachkräftemangel ist ja in aller Munde, der demografische Wandel ist bei jedem angekommen und wir versuchen unsere Fachkräfte selber zu gewinnen und selber sozusagen auszubilden und deswegen müssen wir und wollen wir auch vertreten sein bei den Ausbildungskursen. Organisiert der Herr Hüttenburg jetzt erstmal nicht. Haben Sie mich gefragt? Datenschutz. Das ist nicht so gut gemacht. Genau. Frankenberger Auszubildende hier im Vorort. Schöne Aktion in Frankenberg gewesen, die Auszubildenden im sozialen Engagement. Ja. Ja. Gepflanzt, oder? Ja. Und hier neue Kollegen akquiriert. Kollegin? Hoffentlich. Für dieses. Wir sind im technischen Bereich zuständig und wir hoffen für dieses Jahr sind noch Verfahrensmechaniker gesucht, um nächstes Jahr wieder alle Bereiche zu besetzen bei uns. Genau. Können wir gerne. Hallo. Hallo. Ja, eigentlich verwendet man Hybride und Discounter mit Kollekten und an der Kasse sitzen und jede Menge Konsumenten durchschleusen, gerade wenn es abends ist. Dem ist ja nicht so. Hybride bieten Kassenverkehr. Korrekt. Hanna, haben wir heute schon häufig drüber gesprochen, genau. Mit verschiedenen Interessenten. Ist natürlich eine total vielseitige Aufgabenstellung, die bei uns in der Filiale vorherrscht. Sicherlich von außen wirkt es manchmal so, wir haben Verkäufer, Kassierer, die dann vielleicht den ganzen Tag an der Kasse sitzen oder jemanden, der von morgens bis mittags dann nochmal da ist, ein bisschen Ware verräumt. Allerdings ist es bei uns so, dass sowohl in der Ausbildung als auch über den Quereinstieg jeder als Allrounder ausgebildet wird. Sprich, es ist deutlich mehr und geht deutlich mehr in die Tiefe als das, was man sich so vorstellt. Sowohl was die Vielseitigkeit der Aufgaben angeht. Es ist so, dass bei uns jeder zum Bäcker ausgebildet wird, jeder zum Warenverräumer. Jeder weiß Bescheid, wie die Ordnung im Lager auszusehen hat. Und jeder weiß Bescheid, wie es an der Kasse abzulaufen hat. Und natürlich auch ist die Tiefe, wie wir vorhin schon besprochen haben, die Tiefe, die Produktvielfalt etc. pp. Das ist eine Branche, die immer komplexer wird. Entsprechend wird die Aufgabengebiete sind bei uns natürlich auch entsprechend komplexer geworden. Deswegen ist die Ausbildung auch wirklich eine Hausnummer. Die 3 Jahre da alles mitzunehmen, beziehungsweise in den 2 Jahren so viel es geht mitzunehmen, das ist schon eine spannende Sache. Auch für Absolventen von Universitäten, Fachhochschulen oder duales Studium bietet Lidl doch einiges. Einiges. Genau, da haben wir auf jeden Fall auch unterschiedliche Angebote, sowohl duales Studium in unterschiedlichen Bereichen, auch zum Beispiel in der Logistik oder in der Immobilienbranche, im Bau. Das bieten wir tatsächlich auch alles an. Aber auch zum Beispiel zusätzlich quasi zu der Ausbildung mit einem Abitur die Möglichkeit zu haben, dann auch noch den Handelsfachwirt abzuschließen. Quasi mit dem Abi danach dann 2 Abschlüsse direkt in der Tasche. Richtig. Und mit dem Studium ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich bin über ein Praktikum reingekommen. Also gibt es auch mit Studien für Absolventen verschiedenste Möglichkeiten über den Einstieg, über das Trainee-Programm. Es geht dann 9 Monate mit der Zielfunktion Verkaufsleiter, das ist das, was wir beide machen. Genau. Verschiedene Varianten oder halt über ein Praktikum. Das ist schon interessant, was für Einstiegsmöglichkeiten und dann natürlich auch intern für Entwicklungsmöglichkeiten das Unternehmen da bietet. Geld natürlich oder Gehalt, ein wichtiger Faktor, um das Miete bezahlen und auch das, was man bei Lidl selber kauft, bezahlen. Aber viele junge Leute fragen immer nach Incentives. Wie sieht es denn da aus? Nochmal nach was? Incentives, also
über das betriebliche Gehalt hinaus. Hinaus, ne? Also grundsätzlich sind wir erstmal, was die rein finanziellen und gehaltstechnischen Strukturen angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Sowohl was die Ausbildung angeht, als auch alles, was darüber hinausgeht. Also in der Ausbildung verdient man bei uns im ersten Lehrjahr 1.100, im zweiten 1.200, im dritten schon 1.350 Euro. Da haben wir heute laut groß aufgerissene und blinkende Augen gesehen, als wir das erzählt haben. Und das ist natürlich schon mal eine coole Basis. Darüber hinaus sind wir natürlich ein großes Unternehmen und bieten da verschiedene Partnerschaften mit verschiedenen anderen Unternehmen an, unter anderem Kooperationen mit Adidas, McFit gibt es bei uns vergünstigt. Es gibt die Möglichkeit, Firmenwagen rauszulösen mit Prozenten, wenn man Angestellter bei uns ist. Was haben wir noch für Kooperationen? Ja, abgesehen davon haben wir natürlich auch für die Azubis noch das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld, wo sich dann quasi zusammengerechnet mehr oder weniger auch schon ein 13. Gehalt daraus ergibt, was ja mittlerweile ja eigentlich auch nicht mehr in jedem Unternehmen unbedingt dabei ist. Genau, dann darüber hinaus 36 Tage Urlaub im Jahr bei einer 6-Tage-Woche ist auch eine spannende Sache. Und ja, ich habe jetzt nicht alle Kooperationen im Kopf, aber da gibt es ein Heftchen und da kann man sich gar nicht satt lesen an den Sachen, die es da an Vergünstigungen. Natürlich gibt's dann, kann man bei Adidas nicht für 500 Euro umsonst shoppen, aber es gibt da gewisse Vergünstigungen, die da auch echt attraktiv sind.